Hallo Leute, Ali ist nicht da, deswegen hier wieder die Fancy Voice. Heute, Christoph, craften wir mein erstes Creative Item. Und natürlich geht's auch um Bienen. Los geht's, ihr Mutterfick. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Feed the Beast Infinity Evolved Skylark Expert Mode. Heute mit etwas ganz Besonderem, denn wir craften heute mein allererstes Creative Item. Man könnte meinen, du hast doch schon mal so ein großes Creative Item gecraftet, und zwar den Angel Ring. Und das ist soweit auch korrekt. Allerdings ist der Angel Ring ja ein Item, was man auch so normal in Modded Minecraft bekommen kann. Und hier in diesem Modpack nur ein kleines bisschen schwieriger gemacht. Nein, wir machen heute das erste richtige Creative Item, und zwar den Creative Flux Capacitor, auf den ich jetzt schon mehrere Folgen hinarbeite. Und ich bin der Meinung, ich sollte es heute hinbekommen. Welche Schritte dafür notwendig sind und warum ich auf einem Shiny Dödel stehe. Also gut, fürs Letzte habe ich keine Erklärung. Aber welche Schritte dafür notwendig sind, schauen wir uns gleich an. Nach der üblichen Werbeeinblendung von mir für mich selbst. Ein besonders beeindruckendes Beispiel für künstliche Intelligenz kommt von Nvidia selbst. Jeder kennt die Bilder, wie sie kleine Kinder malen. Grünes Gras, ein blauer Fluss und blauer Himmel. Wäre doch ziemlich cool, wenn man aus diesem Bild dann ein Gemälde machen könnte, oder? Tja, und genau das ist Nvidia Gaugern. Wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, wisst ihr, was künstliche Intelligenz, Deep Learning und neuronale Netze sind. Und ihr habt vor allem auch die Grundlagen verstanden, wie maschinelles Lernen überhaupt funktioniert. Also ich muss schon sagen, also ich glaube, das ist so von allen, die ich bis jetzt hatte, ja definitiv die beste gewesen. Also ich bin stolz auf diese 35 Sekunden, so richtig prägnant auf den Punkt gebracht, sodass man eigentlich auch Bock hat, es zu gucken. Ich werde besser, meine Damen und Herren. Auch die Beleuchtung ist heute top egal. Das interessiert euch alles nicht. Ihr wollt die To-Do-Liste sehen. Ich habe es ja verstanden. Die To-Do-Liste sieht heute folgende Dinge vor. Zuerst müssen wir ein paar resonante Zellen herstellen, die aber eigentlich das Letzte sind, was wir noch benötigen für den Creative Flux Capacitor. Danach müssen wir damit natürlich etwas flexen. Und das tun wir entweder mit Unicode Support oder indem wir 10 Drachen töten. Und ganz zum Schluss kommt die Hive-Klüm. Was das ist, schauen wir uns später an. Jetzt erstmal zum relevanten Teil. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, tatsächlich ein bisschen gesucht, zum Beispiel herausgefunden, dass diese Portale auch ein ganz guter Flex sind, aber für das, was wir tun, gar nicht das Sinnvollste. Habe ich auch in den Kommentaren gehabt. Übrigens vielen Dank für das ganze Feedback und dass ihr mir immer weiterhelft. Ich bin schon ein kleiner verlorener Boy. Aber zurück zum relevanten Thema. Das ist der Creative Flux Capacitor. Sieht schon eigentlich relativ schmackhaft aus, benötigt aber noch ein paar extra Items, zum Beispiel diese Wyvern Flux Capacitor, für die ich ja vor 2 Folgen oder sowas extra diese Maschine hier gebaut habe und von denen ich vergessen habe, dass ich sie bereits dort einfach alle gecraftet habe. Ich habe die bereits alle. Die existieren... Och komm, sowas hasse ich, wenn ich nach Reihenfolge sortiere und der die dann die ganze Zeit umortet. Die existieren bereits. Das ist relativ lustig, weil ich damit das Rezept jetzt in den ersten 3 Minuten gefühlt schon fast vollständig hinlegen kann. Und ja, es geht nicht besser. Ich muss die alle einzeln. Ich könnte jetzt irgendwie, solange ich dieses Rezept vollständig im Inventar habe, kann ich halt nicht Shift-craften. Und ich glaube sogar, dass man hier sowieso gar nicht Shift-craften kann, oder? Naja, gibt es kein Fragezeichen. Also ja, aber ihr seht, wir sind damit schon angenehm weit nach nur 3 Minuten. Jetzt brauchen wir halt noch die Resonant Energy Cell Frames Full. Das heißt, wir müssen ein Crafting-Rezept, das habe ich glaube ich schon gemacht, und die halt dann füllen. Und da müssen wir wahrscheinlich nochmal ein kleines bisschen reingucken. Außer, ich habe da auch schon ganz gut vorgearbeitet, das weiß ich ja noch nicht. Also, Energy Cell. Ja, genau. Also, dafür existiert bereits ein Auto-Crafting. Ich glaube, hierfür existiert auch ein Auto-Crafting, aber das ist wahrscheinlich so langsam, dass wir nicht drauf warten wollen. Wir brauchen von diesen guten Freunden für jede Seite jeweils 4 Stück, da es 4 Seiten sind, also 16 an der Zahl. Was ich also schon mal bestellen kann, sind die Frames dafür, wo ich jetzt einfach mal 16, wir brauchen sowieso, so viel lasst euch an der Sache mal gesagt sein, wir brauchen sowieso für das andere Geödel, brauchen wir dann auch nochmal welche, ne? Also, ups, Hilfe. Also ihr habt es gesehen, auch für das andere muss man die herstellen. So, das ging super schnell. Das Füllen machen wir natürlich in einem Fluid Transposer. Man kann das auch in einem Butler machen lassen, aber ich habe gerade erst einen Follow-Me-Report von Butlern gesehen, Alter. Wow,
fand ich beeindruckend. Aber den Butler meine ich eigentlich, einen Butler. Ist ja auch egal. Lass das mal nicht die Leute von Butler hören, sonst grillt mich Kunga. So, Wortwitze beiseite. Raus, um mal das mit dem Meme aus dem... Ach, egal. Der Flöhtransposer könnte für das, was ich hier tue... Naja, also es würde schon funktionieren, aber er könnte mir zu langsam sein. Deswegen ist die erste Aufgabe, diesen Flöhtransposer erstmal zu finden. Ich glaube, hier steht er. Das ist bei dem Maschinenchaos, das ich hier habe, nicht ganz leicht. So, das ist der Flöhtransposer. Und der relevante Part ist meistens nicht der Flöhtransposer, sondern der Magma Crucible. Und wie ich schon befürchtet habe, sind beide basic. Und so kann ich nicht arbeiten. Das bedeutet, wir müssen jetzt sowohl einen Flöhtransposer als auch einen Magma Crucible der resonanten Art herstellen. Gucken wir mal, was wir so da haben dafür. Ich habe hier eigentlich immer hier so allerlei Kram da. Genau, Machine Frames habe ich ohne Ende. Das heißt, ich kann eigentlich direkt mit dem Craften anfangen. Flöhtransposer einfach mal so reingelegt. Sieht verdammt gut aus. Sieht so aus, als bräuchten wir tatsächlich nur ein weiteres Copper-Gear, was ich natürlich einfach nachcraften lassen kann. Während sie auf dem Discord hier gerade neben mir, weil gerade die Folge, für die ihr gerade eben Werbung gesehen habt, natürlich schon Memes draus machen. Aber ich habe es auch intended dieses Mal. Also guckt euch das Video an, ist herrlich geworden. So, Flöhtransposer Resonant ist die erste Stufe. Und natürlich dann auch der Magma Crucible, der wahrscheinlich wieder dumme Scheiße benötigt, ja. Ich kann mich erinnern, ich habe doch mal vor kurzem sogar einen Magma Crucible hergestellt. Kann es nicht sein, dass ich irgendwo sogar schon einen ziemlich advanceden... Ist das der hier? Wow, Alter, mein Gedächtnis ist manchmal tatsächlich gar nicht mal so übel. Also gibt es nicht so... Ist es auch mal... Das ist auch ein Magma Crucible. Was macht der hier? Was habe ich gebraucht, dass ich hier einen einfachen Magma Crucible hingestellt habe? Ich weiß es nicht mehr. Er ist an nichts angeschlossen und er gehört jetzt einfach mir. So einfach ist das. Cool. Okay, damit haben wir bereits beide Maschinen beisammen. Und das, wovon ich eigentlich Angst habe, ist, dass ich die jetzt hier richtig verkabeln muss. Ich müsste eigentlich meiner Meinung nach einfach nur die Konfiguration übernehmen, oder? Also, unten ist ein Magma Crucible mit rechts, links blau und oben orange. Okay, gucken wir mal, ob das gut geht. Unten ist ein Magma Crucible mit rechts, links blau und oben orange. Erinnert ihr euch noch? Zack. Rechts, links blau und oben orange. Cool, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Und der Vorteil bei denen hier ist halt, dass du jetzt diese Upgrades reinhauen kannst. Das Upgrade-Slots ja abhängig von, wer Sky-Mod-Pack von mir einmal gespielt hat, der weiß, dass ich mit diesem Zeug echt viel rumgespielt habe. Weil auch so eine geile Falle. Kleiner Exkurs an der Stelle. Ich glaube, es ist für alle von euch ganz interessant. Dass diese Items da drin liegen, ne? Oh, eigentlich dumm, dass ich hier umschalte, dass diese Items hier drin liegen, das ist nicht per Default so. Das wird irgendwo injected beim Craften in einem Crafting Table. Das heißt, wenn du deine eigenen Crafting Rezepte einfügst, sind diese Slots hier leer. Und wenn man das nicht weiß, fliegt man damit ziemlich auf die Fresse. Und das war der Grund für das allererste Update vom Sky Mod Pack, nachdem es veröffentlicht wurde. Ohne Scheiß, weil die ganzen Dinger keine Items drin hat. Und natürlich kannst du die alle craften, aber das ist gar nicht vorgesehen, dass man die am Anfang craftet, weil sie nativ in der Maschine bereits drin sind. Es sei denn, jemand hat sie vergessen. Okay, also zurück zum eigentlichen Thema. Blau, blau, oben rot, okay? Kriegen wir, glaube ich, auch hin. Bin ich zuversichtlich. Flöhtransposer. Also, blau, blau, oben rot. Cool. So, was die beiden natürlich jetzt noch benötigen, sind erstmal weitere Upgrades und natürlich auch weiteren Strom, denn der hat sich natürlich an der Stelle ein kleines bisschen verflüchtigt. Und dann bin ich der Meinung, dass hiermit eigentlich auch schon alles beisammen sein sollte, um das mal auf gute alte, genau, da sind sie nämlich auch drin, Hinrotzmanier so hinzurotzen. Das bedeutet, wir benötigen an der Stelle erstmal ein gemütliches Bett, gemacht von unserem Butler. Passend dazu einen Schluck Kaffee, weil muss ja authentisch bleiben. Und was wir jetzt noch zum ganzen Schluss benötigen, sind die Upgrades, die ich gerade eben auch da reingelegt habe. Denn es gibt ja jetzt für verschiedenste Geschwindigkeiten und bla, kostet natürlich dann auch mehr Strom, aber Strom ist mir tatsächlich egal. Wir craften heute immerhin das erste Creative Strom-Item. Ja. Und jetzt müssen wir noch wissen, wie sie heißen. Weil ich habe das immer nie im Kopf. Ich glaube, man kann einfach Speed-Up googeln. Und dann findet man es nicht. Ja, Skates Inventur, 2, Meister seiner Materie, Modpack Let's Play seit vielen Jahren, vergisst aber immer noch, wie diese scheiß Augments heißen. Ach, sie heißen Augments. Okay,
Ist lustig, dass ich das einfach immer noch nicht drauf habe. Also gut, wir brauchen Augments. Wir gucken eben, ob wir sie easy hergestellt bekommen. Wenn nicht, mache ich das per Zeitraffer. Ich glaube, ich mache es per Zeitraffer. Ich verschreibe mich ja jetzt schon. Genau, das sind diese hier. Wir brauchen auf jeden Fall eins vom Basic-Tier für den oberen. Wir brauchen eins vom Advanced-Tier. Ja, das fängt schon an. Aber das kann ich automatisieren. Oder habe ich schon automatisiert, ne? Ja, ja, genau. So, also den nächsten Tier sollte ich sehr, sehr, sehr einfach auch so hinbekommen. Also ihr seht, dass es jetzt schon da ist. Zack. Wird das anders hergestellt? Ach so, noch einfacher. Genau, das ist, damit haben wir beide auf dem Level. Für den höchsten Level braucht es halt diesen Cryotherium Dust, ne? Und Cryotherium Dust, seht ihr, habe ich nicht automatisiert und ist halt auch eine Stufe schwerer herzustellen. Also, aka, ich kann es einfach so rausziehen. Ich bin mir nicht sicher, an was es gerade mangelt, aber okay. Und es braucht dieses Diamond Chipset, was aber für mich ja auch kein Problem ist. Wenn ihr meine Maschine nicht kennt, weil ihr gerade irgendwie frisch dabei seid, dann für euch kurz die Zusammenfassung. Warum ich mir keine Sorgen bei Diamonds... Ihr habt es kurz gesehen, oder? Naja, okay. Also gut, dann brauchen wir doch keinen Zeitraffer. Das ist gutes Skyblock-Let's Play, meine Damen und Herren. Wenn man tatsächlich einfach so hingehen kann und bereits alles so gut automatisiert hat, dass man keine Zeitraffer benötigt und einfach so rumcraftet und dabei auch noch so redet, als wäre man Double-Time-Rapper. Dann ist alles genauso, wie es sein muss. Meine Damen und Herren, was ich jetzt aber eben gerade dadurch gemacht habe, ist... Schon wieder viel zu schnell gesprochen. Ich könnte Dena heißen. Ist, dass ich jetzt beide tatsächlich auf sehr... Also nicht mehr Stromsparmodus... Das ist jetzt wirklich, kostet fucking viel mehr Energie, aber ist jetzt halt auch ein bisschen schneller. Das heißt, wenn ich mir jetzt, Resonant, genau, hiervon 15 bestelle, dann kostet das halt irgendwie 600 Redstone und was weiß ich was, aber er ballert halt auch. Seht ihr das hier? Das ist so unglaublich viel schneller als das bis jetzt der Fall war. Das ist wirklich, das ist schon fast lächerlich. So, aktuelles Problem, das wird nicht automatisch rausgepumpt. Wahrscheinlich habe ich irgendwo die Konfiguration verkackt. Ah ja, da unten muss auch noch blau sein. Alter! Für jemanden, der sehr lange mit einem sehr langsamen Resonant, also Kollegen hier gearbeitet hat, ist das hier gerade tatsächlich ein bisschen... Breathtaking. Ja, breathtaking. Ja, es ist wirklich atemberaubend. Heilige Scheiße. Das ist so schnell. Ich habe ja mit vielen gerechnet, aber nicht, dass ich hier einfach nebendran stehen kann. Allerdings, seht ihr jetzt schon, sorgt das so für ein kleines Energieproblem, das ich jetzt lösen können sollen täte. Allerdings komme ich von keiner Seite vernünftig mehr ran. Naja, dann ist eben die Energie jetzt der limitierende Faktor. Also, es ist aber fast null. Also, es ist nicht so als... Also, es ist... Man kann drüber hinwegsehen. Ansonsten müsste ich jetzt hier über die Augments gucken, welche ich hier nicht brauche. Und dafür sorgen, dass er weniger Strom kostet. Weil auch dafür gibt es Augments. Ich glaube, diese hier. Minus Fuel. War das Fuel oder Energy? Base Fuel? Ach, keine Ahnung. Also gibt es auch welche, die dafür sorgen, dass es eben ein bisschen besser. Aber ey, also wir haben einfach schon so viel davon hergestellt, dass ich tatsächlich jetzt an dieser Stelle mich hier rüberstellen kann. Und Resonant hier oben eingeben und einfach mal, ja, 11 Stück davon rausholen. Das haben wir schon bereits geschafft und 11 bedeutet, dass wir schon ziemlich angenehm hier sind. Und wisst ihr was, Leute? Warten ist ja das Schönste, deswegen sage ich an der Stelle mal, wir blenden ganz gemütlich die To-Do-Liste ein, sagen, dass resonante Zellen eher der Vergangenheit angehören. Ich denke, das kann man mit Lug und Trug auch so behaupten. Und dann blenden wir die To-Do-Liste wieder ganz gechillt aus, gucken nochmal ins Inventar, sehen, dass wir mittlerweile 4 weitere resonante Zellen haben, aber nur 3, ich habe geraten, um ehrlich zu sein. Ah ja, hier ist die 4. Gucken wir, boah, Alter, wie gut ich geraten habe. Und naja, also damit fehlt nur noch eine weitere. Leute, das ist das allererste Creative-Item, das ich hier drin hergestellt habe. Ja, ich gebe hier Creative ein. Es ist abends, ich habe den ganzen Tag an der Serie gearbeitet. Verlangt nicht zu viel von mir. Okay, meine Damen und Herren, hier ist es. Der Creative Flux Capacitor lädt mit unendlichem Energievorrat die Items in deinem Inventar, beziehungsweise zumindest die, die man hält. Das kann man drüber hinwegsehen. Und dieses Item ist jetzt mein. Fakt tat das weh zu sehen, wie einfach alle Items hier verschwunden sind. Wow.
So, Shift-Rechtsklick zum Aktivieren. Er müsste jetzt eigentlich aktiviert sein. Er nutzt überhaupt kein Symbol. Mal schauen. So, okay. Also ich nehme auf jeden Fall, ich schieße gerade mit dem hier rum. Hat er eine andere Taste zum Aktivieren? Use while sneaking. Hallo? Warum lädt der nichts auf? Activate to charge held items. Ich halte das doch. Hallo? Warum genau macht der das nicht? Also, ich meine, wenn ich doch hier rüber gehe, dann lädt er das ja auch. Ihr seht das jetzt gerade unten rechts. Jetzt bin ich aus dem Radius raus. Hat so ein Creative Flux Capacitor zufälligerweise so einen anderen Aktivierungstaste oder sowas? Vielleicht? Welche Mod ist denn das? Thermal Expansion. Escape, Options, Controls. Könnte ja sein, dass irgendwie eine andere Taste oder irgendwas. Ist das nicht sogar der hier? Das wäre dann die Taste? Nee, die Taste? Activate to charge hold items. Hallo? Ja, ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch. Ich habe es recherchiert. Der ist verbuggt. Zumindest, also der Hintergrund ist, dass genau das lustigerweise eingetreten ist. Das ist absolut keine Absicht, sondern ein kompletter Zufall gerade gewesen. Was ich hier mal vorhin erzählt habe, dass Items bestimmte Eigenschaften brauchen, wenn sie gecraftet werden, dass sie sich so verhalten, wie sie normalerweise gecraftet würden. Ja? Beispiel sind diese Augmentations oder die verrückte Eigenschaft, dass ein Creative Flux Capacitor, wenn man ihn so craftet und derjenige, der das Skript geschrieben hat, also das Sense-Skript, um dieses Crafting-Rezept überhaupt erst hinzuzufügen, geschlampt hat, dass dann, und jetzt kommt's, ein Creative Flux Capacitor entsteht, der unendlich viel laden kann, aber keine Energie hat. Also leer ist. Und das sorgt dann dafür, dass man ihn nicht aktivieren kann. Und genau das ist hier gerade eben passiert. Und das ist lustigerweise wirklich genau dieselbe Art von Fehler, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Nur halt von den Machern, von Skyblock. Und da gibt es auch einen Fix für, da müsste ich jetzt allerdings ein Skript ändern, was ich jetzt sicher nicht in der Folge mache. Wir versuchen jetzt Folgendes. Ich werde mir den jetzt cheaten und hoffen, dass ich dabei eine funktionierende Version bekomme. Aha! Habt ihr das gesehen? Ja, instant voll. Wir sehen darüber hinweg. Ihr seht, ich kann ihn nicht aktivieren, während der sich hier sofort aktiviert. Würden wir jetzt hier in die Metadaten reingucken, und jetzt nicht in die, die mir angezeigt werden, sondern mit einem speziellen, ich habe keine Ahnung, wie der Command heißt, aber man kann sich anzeigen lassen, was man im Inventar hat, dann würden wir tatsächlich sehen, warte mal, das heißt doch Craft, wir machen das mal kurz, das ist ganz spannend. Craft Tweaker, oder? Craft Tweaker? Heißt es, muss man das noch ausschreiben in früheren? Wie hieß denn das? Meist ja früher Mind Tweaker? Help. Okay, es gibt einen Mind Tweaker, der mir sagt, was ich in der Hand habe. Mind Tweaker Hand, da war es gerade. Outputs the name of the item, also copies the name to the clipboard and prints. Ja, nicht ganz. Ich bräuchte eigentlich, vielleicht ist es das schon. Also Mind Tweaker Hand. Ah ja, guck mal hier. Seht ihr hier? Energy 0. Das ist genau das, was ich wollte. Und jetzt nehmen wir den ich mir gecheatet habe, machen dasselbe. Und jetzt seht ihr hier Energy 100.000. Boah, ey.
Leute, die Modding lernen wollen, schaut einfach PDB Skyblock. Ich habe zwar null Ahnung von Mods, aber Modding kann ich ein bisschen. Genau das ist das Problem. Boah, ich bin gerade mega happy, dass ich das überhaupt in der Folge zeigen kann. Wow. Ja gut, Leute, ihr wisst aber was. Also ich behalte den mal als Trophäe. Aber der hier ist broken. Das hier ist the real deal, meine Damen und Herren. Wie gesagt, ich hätte auch einfach dieses Sanskrit genau diese Zahl anpassen können. Den Server neu starten, Client neu starten. Wobei, Client neu starten ist gar nicht notwendig, weil die in der 1.7.10 noch synchronisiert werden. Aber Server neu starten, reconnecten. Und dann wäre das auch gefixt, haben wir ja einfach ein kleines bisschen abgekürzt. So oder so haben wir es aber geschafft. Und nicht nur das, sondern wenn man so möchte, echt noch mit so einem kleinen Twist. Also das hat es eigentlich, also meiner Meinung nach, nur spannender gemacht. Okay, so, das können wir jetzt hier reinpacken. Wie gesagt, damit haben wir jetzt unendlich viel Energie. Also ihr seht, das ist halt ein ganz, ganz mieser Witz, dieses Item. Lieber Enderdrache, you are so fucked. Ich habe hier bereits alles vorbereitet, bis auf die Tatsache, dass mir noch Diamondblöcke fehlen. Wo die wieder hin sind, keine Ahnung. Aber die craften wir auch mal eben. So, gut, dann Draconic. Holen wir uns diese hier und diese hier. Und damit würde ich sagen, haben wir tatsächlich alles beisammen, was wir benötigen, um dem Enderdrachen aber mal so richtig eins reinzuwürgen. Oh ja, Leute, jetzt wird's geil. Also das macht es natürlich im Zeitraffer, aber es ist halt wirklich so, also jetzt habe ich wirklich, ich bin schon recht nah an der Unsterblichkeit dran. Ich weiß, ihr werdet jetzt wieder sagen, aber Chaosdrache. Ich sag okay, aber Chaosdrache. Aber wenn man mal an dem vorbeiguckt, also mit einem Bogen, der jetzt wirklich unendlich Schuss hat und diese Ausrüstung, da ist schon nicht viel Platz. So, wir gucken mal. Also ich kann jetzt halt einfach drauf spammen, ich brauche gar nicht mehr absetzen. Mir doch egal, ob ich treffe oder nicht. Weißt du? Zack. Bogen ist übrigens immer noch komplett voll. Ich warte nicht mal, bis das Ritual sich fertig abgeladen hat, sondern ich fange einfach wieder an. Was soll mir schon passieren? Dass jetzt ein paar von diesen Freaks hinter mir her sind? Na, bitteschön, solange sie mich nicht am Blöcken der Sätzen, am Setzen der Blöcke hindern. Ja, porte dich besser weg, mein Freund. Ist besser für dich. Oh, Mann. So. Also ja, nö. Das ist jetzt wirklich, schon relativ nah an Creative Mode ran, finde ich. Jetzt, Alter, ich brauche ernsthaft eine Empty Hand, damit ich das vernünftig... Das Problem habe ich jetzt auch noch nicht kommen sehen. So. Ach, da fehlt noch ein Block. Ach, komm schon, Alter. So. Weg. Und nächster Drache. Alles klar? Gut. Ich würde sagen, Zeitraffer. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, hier hinter mir sieht man, relativ geil sieht das eigentlich aus, dass gerade eben der letzte Drache gestorben ist. Ich muss sagen, mittlerweile ist es einfach nur noch grotesk und auch ein bisschen langweilig. Weil ich kann halt durchspammen und ihr seht, dass mein Bogen so ganz selten mal so eine Handbarkeitsanzeige bekommt. Aber naja, die restliche Zeit ist halt, ja, außerdem haben wir irgendwie 130 Level, ein paar Herzen. Ja, so das Übliche bekommen. Auch der Stack an Eiern mittlerweile sieht echt geil lächerlich aus. Ich frage mich, ob Eier kaputt gehen können, wenn... ja, tatsächlich wurden ein paar davon abgebaut. Wie lustig. Also ja, es ist hart lächerlich. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben mal rein aus Flex einfach mal eben 10 Drachen getötet. Hat es auch nicht allzu lange gedauert, um jetzt ehrlich zu sein, ne? Aber wir können auf jeden Fall das Ziel soweit schon mal abhaken. Kommen wir zu Haifeklimp und schließen die Folge damit auch irgendwie so ein bisschen dann ab. Die heißt natürlich nicht Haifeklimm, aber sie heißt so ähnlich. Und es war mir schlecht humorigen Menschen das dann wert, die so zu nennen. So, das kommt wieder alles weg. Mittlerweile ist mein Inventar echt unangenehm vollgepackt, ne? Ich mach das mal so. Oder ich mach das so, damit hier ein bisschen besser aufgeräumt ist. Nee, also es gibt so eine Pflanze, die heißt Haifeklimm. Und die generiert Bienen. Also ich dachte wirklich, Magic Bees wäre ein Abfuck und wahnsinnig, ist es auch, aber Botania fügt zwei Blumen hinzu, unter anderem, die es echt leichter machen. Eine sorgt dafür, dass Bienen unter Einsatz von sehr viel Mana von Ignoble zu Pristine werden, also unsterblich, was absolut OP ist, und die ist aber ein bisschen schwerer zu craften. Und das hier ist die leichtere, die sollten wir eigentlich sogar heute hinbekommen zu craften, und die spawnt
wild, verrückt, einfach durcheinander Bienen. Und ich frage mich, ob ich irgendwie mal mein System einfach mal mit Bienen vollpacke oder ein Subsystem baue oder irgendwas. Weil, also diese Bienengeneriererei ist halt 100-mal schneller, als wenn ich das über den Crafting-Weg mache. Ist auch klar, ist schon ein bisschen eine fortgeschrittene Pflanze und ich habe das jetzt auch nur im Singleplayer einmal ausprobiert mit einer Everlasting Mana Pool, also mit unendlich Mana. Aber ich bin der Meinung, es sollte jetzt für uns eigentlich kein Problem sein, das vernünftig hinzubekommen. Hoffe ich mal. Also wir brauchen dafür 4 Mana Powder. Ich sollte eigentlich alles dafür da haben. 4 Mana Powder und Dunkelblau, Cyan, Cyan, Hellblau. Also gucken wir mal bei Petal. Petal, so. Also Dunkelblau, Cyan, Cyan und Hellblau. Und auch hier sieht man wieder die abgefahrene O-Penis. Oder hat Penis gesagt? Ziemlich krasse O-Penis, die mein ganzes System mittlerweile hat, dass ich halt einfach so reingehe. Und natürlich habe ich von allem ein paar Tausend da. Manchmal ist es schon irgendwie relativ cool. Auch wenn ich gerne den finden würde, der immer meine Buckets klaut. Aber ich glaube, die werden halt einfach vercraftet, weil irgendwas keine neuen herstellt, sondern immer vorhandene. Ich glaube, irgendwas für diese Milchgeschichte da hinten oder so. Auf jeden Fall sollte hier noch mein guter alter Freund und Wasserspeier stehen, genau. Und ja, hier kann ich jetzt das hier reinmachen. Und diese 4, die Reihenfolge ist ja egal. Glaube ich zumindest. Ja, glaube ich schon. Das ordnet sich schon so an, wie es sollte, oder? Ja, genau. Und jetzt einmal mit dem Seed hier draufgekloppt. Achso, reingeworfen. Und hier ist sie. Hive the Künst. So, jetzt brauchen wir irgendwie, oder Hive Klim. Jetzt brauchen wir noch unseren Wand. Und dann stellen wir sie einfach mal da auf, wo es Mana gibt. Die bedient sich dann irgendwie schon an einem Mana-Pool. Ja, packen wir sie einfach mal hier hin. Die hat sich jetzt automatisch mit dem hier verbunden, genau. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur warten. Also ich überspringe mal das Warten, indem ich einfach schlafen gehe. Das sieht auch so geil aus, ey. So, also, und wenn ich mich jetzt hier nebendran stelle, dann sollten wir in Kürze, also der müsste jetzt eigentlich hier rausziehen, oder? Ja, komm schon. Ja, sie ist voll. Ah ja, hier ist die erste Biene. Wir haben eine, also die hatte ich schon, eine Water Drone bekommen. Es ist üblich, dass man Drohnen bekommt. Manchmal bekommt man aber auch Prinzessinnen. Also so eine Chance 1 von 10 ungefähr hatte ich im Singleplayer. Wie genau das zusammenhängt, weiß ich nicht. Ja, und die Water Drone zum Beispiel könnten wir jetzt nutzen, um sie tatsächlich mit unserer vorhandenen Kramgeschichte zu kreuzen, glaube ich. Denn wenn man die mit einer Tropical, mit einer normalen, glaube ich, kreuzt, oder? Geht das nicht sogar mit Forest schon? Weiß ich nicht. Aber würden wir zum Beispiel dann vielleicht Common bekommen oder sowas, ne? Und somit halt, ah ja, hier mit Forest, 15% Chance. Also halt wirklich Teile abkürzen können. Hier haben wir eine Mystical Drone bekommen. Auch eine, die man echt gut gebrauchen kann, weil die neben der Common auch zum Beispiel genutzt jetzt werden könnte für eine Cultivated und so weiter. Und ich frage mich wirklich, ob ich, ach guck mal, hier ist noch eine Drohne drin gelandet. Eine Unusual Drone dieses Mal. Also ich frage mich wirklich, ob ich da irgendwie mal mir einfach was bastle, was mir, ich guck, hier ist schon die nächste, was mir einfach nur Bienen heranholt. Weil es halt schon ziemlich geil ist, um ehrlich zu sein. So, wir bauen jetzt die hier wieder ab. Weil mir ansonsten hier alles mit Bienen voll gespammt wird. Ach, hier drüben liegen auch noch 2. Aber ihr seht schon, auf was das hinausläuft. Also irgendwie ein Subsystem mit so ein paar Bienen wäre halt schon mal relativ geil. Weil was ich halt jetzt machen kann, wir machen jetzt einfach mal den Weg mit der Common. Und kommen mal schnell hier rüber. So, hier habe ich jetzt, was weiß ich, irgendwelche Bienen aktuell von meinem letzten Prozess. Und dann sage ich jetzt, alles klar, dann nehme ich jetzt eben mal, jetzt sollten wir wissen, welche von den beiden Bienen die ist, die nicht pur ist, aber ist egal, das können wir eigentlich wieder hinzüchten. Jetzt nehmen wir die einfach mal und mixen die mit der Water Drone. Und hier drüben, mit was können wir die denn, was haben wir denn noch so, Tropical? Modest, wahrscheinlich kann man mit Modest irgendwas Cooles anstellen, oder? Modest und Forest hat auch eine 15%ige Chance. Super. Also mixen wir die doch mal mit der Modest, ne? Und so weiter und so fort. Wie gesagt, manchmal kriegt man auch Princesses, also ist jetzt nicht ausschlaggebend. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, was bei rumkommt, ne? Und so funktioniert das. Ziemlich sick, meiner Meinung nach. Also es könnte jetzt sein, dass wir schon die erste Kreuzung haben, was, wie gesagt, unwahrscheinlich ist. Aber so kann man halt, also so viele Bienen, die ich jetzt innerhalb von mal eben am Ende der Folge bekommen habe, hatte ich schon noch gar nicht. Also, ja, ihr seht doch, was ich hinaus möchte.
schon irgendwie geil. Und ich frage mich halt, was da das klügste Vorgehen wäre. Ich habe halt Angst, dass man im E-System vollgemüllt wird. Deswegen habe ich die Gedanken eines Subsystems gehabt. Eure Kommentare dazu könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind allerdings damit beim letzten Du angekommen. Ich will nicht lügen, ich hatte heute wirklich eine verdammt gute Zeit. Inklusive dem verbuggten Creative-Item. Das war sowieso geil genug. Wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Dann mit ein bisschen mehr Automatisierung, vielleicht auch Richtung Bienenebene. Und weiter zu neuen Schandtaten. Ich habe wirklich Bock, die Bienen auseinanderzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Aber Technik, aber halt mit Technik. Also ich möchte gerne Bienen durchspielen, ohne irgendwie auch nur einmal 50 Bienen gespielt zu haben. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Vergesst nicht, bei Beyond RTX vorbeizuschauen. Und ciao!